Hallihallo Leute, ich bin wieder da, nachdem wir in der ersten Runde schon das Chicken Dinner geholt haben. Ja, das war eine Tortur. Also auf jeden Fall war das hier sehr geil. Kurz hier anders hinsetzen. So. Ja, was soll ich sagen? Ich bin noch in der gleichen Aufnahmesession, das heißt, ich kann noch nicht auf Kommentare oder ähnliches eingehen. Ich werde dieses Let's Play auf jeden Fall ein bisschen länger gestalten, aber ich werde immer nur so eine Runde aufnehmen, die wird auch unterschiedlich lange gehen. Solange wie ich halt, oder solange wie sie halt geht, ne? Wenn ich zum Beispiel als Dritter sterbe, dann werde ich sie hochladen, aber ich werde nicht, also es kommt auf die Zeit drauf an, wenn ich weniger als 10 Minuten sterbe, dann werde ich sie nicht hochladen, das ist, einfach vergeudete Zeit, was man sich da reinzieht. Ich werde nur die. Das heißt nicht, dass ich nur die guten Runden hochlade. Wie gesagt, ne? Wenn ich ein bisschen früher sterbe oder so, werden wir uns das auch geben. Ich muss kurz die Musik hier wieder einschalten. Da komm schon. Die Audio. Ja, es war auf jeden Fall geil. 8 Kills haben wir gemacht. M24, M16, M416, was will man da noch mehr, ne? Ich würde sagen, wir spielen gleich noch eine andere Karte, aber ich kann nicht garantieren, dass ich auf den anderen Maps gewinne, weil ich bin da nicht so gut, muss ich sagen. Ich spiele halt viel Shannok oder auf der Xbox One halt die, Schneemap, die habe ich jetzt vergessen, wie die heißt, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, wir hatten ein paar lustige Kasper letzte Runde. Dieser Typ, der da mitten übers Feld gekrochen ist mit dem Ghillie-Suit. Der hat auch gedacht, der ist Charles Hitchcock. ja, was gab's noch? Boah, also die Spieler waren auf jeden Fall keine Herausforderung. Es gab einer oder zwei, die mich getroffen haben. Der Rest der Leute hat mich gar nicht erst gesehen. Ne? Muss man sich auch mal überlegen. Na komm. Ja, ich würde sagen, so beginnt man Let's Play, ne? Das ist auf jeden Fall ein geiler Start. Wenn ihr ein paar Tipps wollt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was für Tipps ihr wollt oder so. Falls ihr nicht so gut seid. Ich bin halt mehr so. Ich bin halt von den Guten bin ich noch Anfänger, wisst ihr, was ich meine? Ich bin gut, aber von denen noch halt. Ja, ich bin nicht super. Ich bin nicht so ein Typ, der ein Hundertstel braucht, um die Ecke zu schauen, snipen und Kopfschuss, ne? Gibt's ja alles, solche Leute. Ja, kurz noch zu meinem Kanal. Es kann sein, dass das Let's Play von, wie heißt denn das nochmal? Genau, von Starbound weitergeht. Das werde ich aber nur machen, wenn ich Zeit habe, ne? Wenn ich da mal eine Folge aufnehmen und so. Also ich habe ja viel Zeit, so ist nicht. Aber das Problem bei Dings ist, was ist denn jetzt wieder los hier? Das Problem ist halt bei Starbound, die alte Version habe ich besser gefunden. Da musstest du keine Quests machen, da konntest du einfach anfangen zu bauen und so. Und das war eine geile Quatschrunde und so. Wir werden das wahrscheinlich im Stream auch mal spielen. Gucken, vielleicht mit einem Kollegen. Und ja. Mit meinem Bruder wird auch noch was kommen, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Käsemeister, könnt ihr ja mal nicht googeln, aber auf YouTube gucken. Käsem geschrieben. Er macht auf jeden Fall auch sehr schöne Videos. Sehr unterhaltsame Videos. Zum Beispiel von Subnautica. Oder dies oder das, ne? Kann man ja gerne mal geben.
Ja, ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr dieses Video bis jetzt geguckt habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerne so hören möchtet von meinem Kanal oder was ihr sehen möchtet. Und zum Beispiel hätte ich da noch ein Airsoft-Review, das ich gerne machen würde. Ich bin ja Airsoft-Spieler, nicht wirklich professionell, aber wenn das ein Spiel wäre, würde man sagen, mittlerer Schwierigkeitsgrad, ne? Habe ich auf den Tisch gehauen auszusehen. Sorry. So. Das ist wieder eine Dreckszone, Alter. Wer hat sich ein Abschwungsding? Wer hat sich denn die Scheiße ausgedacht, ey? Komm, wir fliegen auf Wiesnia. Ne, Pochinki heißt das. Da oben ist Wiesnia. Jasnava, Poljana. Ach, das heißt Jasnava, okay. Ich werde auch noch ein Strategiespiel herbeiziehen. Das wird auf jeden Fall lustig, aber das werde ich auch nur als Dingens machen, ne? Als Abwechslung mit anderen wird das nicht kommen, sondern als so ein Einzelding, was zwischendurch mal kommt. Es kommt nicht viel, aber es kommt was, ne? Keine Angst, ihr werdet da nicht unterversorgt. Also eure Abos werden gerecht. Was sagt man dazu? Das Amerika-Starter-Paket. So. Die 1911-Laden hier. Wenn ich manchmal ein bisschen nuschle, liegt das natürlich daran, dass ich eine Spange habe, ne? Das wissen die meisten nicht, aber auch wenn man einen guten, flüssigen Ton hat, kann das dazu führen, dass man, ja, wie soll man sagen, dass das ein bisschen reinbirgt. Alle einfach für AR. Braucht man nur noch eine AR. Oh, was sehe ich denn da? Eine AR. Ach so, keine Munition. Nee, Alter, verpiss dich. So. Sieht auf jeden Fall schon badass aus. Aber das ist 1,5 Meter lang, also so. Für mich wäre das nix. Ich nehme. Bin eher so. Oh. Der OMP-Typ. Was kann man denn hier geben, Alter? Hätte man denn. Drüben liegt noch ein A-Cock, ne? Warum sage ich A-Cock? Die meisten sagen ja, das ist eine A-Cock-Visierung. Aber eigentlich heißt es ACUG. Ne? Sind die meisten auch nicht. Hört Waffenstabilität. Der leichte Griff ist wahrscheinlich nur so ein Mittelding, ne? Das ist wirklich ernst gemeint, das Ding. Zone. Da müssen wir los, Alter. Da muss ich los. So. Das kann man auf jeden Fall gebrauchen hier drauf. Schnellzugriff. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Interesse an einem Airsoft-Ausschnitt habt. Oder hättet. Zum Beispiel. Noch ein Schalldämpfer für AR. Sebastian nehme ich einfach so mit. Wer schießt denn der? Was ist mit dir?
Oh, habe ich das Gefühl, es wäre besser, eine AK mitzunehmen. So sieht's aus. Sorry, da war ich schon gerade ein bisschen ruhig, weil ich nicht ganz genau wusste, wo der war. So, ein Dreierhelm, Alter, wo hat denn der gefunden? So. Das weiß ich, glaube ich, nur die AK mit, ne? Viel mehr Munition für die AK. Besser irgendwie, habe ich das Gefühl. Wenn du der AK jemanden einen Kopfschuss gibst, dann kann es sicher sein, dass er nicht mehr aufsteht. Außer er hat den Dreierhelm. Mit der M16 wäre ich da nicht so sicher. Hoffe, ich nuschle nicht ein bisschen, weil das kann manchmal vorkommen. Sonst müsst ihr mir das melden. Soll ich die UMP mitnehmen? Ich weiß gar nicht, Alter. Oh, ein Kompensator. Das hat er überlebt. Alles klar. Wo ist denn zwei? Darf nicht übermütig werden. Aber habt ihr gesehen, ich habe ihn in den Kopf geschossen. Und wegen dem Kopfschuss, Dingens. Das war ja wohl der Mega-Fail. Alter. Ja, na, 45er ACP, dann verstehst du nicht mehr. Kannst du vergessen. Dann ist vorbei. So. Mitnehmen den Lachs. Haben wir hier. Ich hoffe ja, dass ich noch eine Scharfschützenbombe finde irgendwo. Aber sehe ich eher kritisch. Einfach aus dem Grund, weil ich noch nie eine gefunden habe in dieser Stadt. Da oben war doch einer. Ein Toter. Da habe ich doch durchs Fenster erschossen, ne? In diesem Haus. Null. Ich muss kurz gucken, ob ich auf Aufnahme gedrückt habe. Ja, seht ihr, das nehme ich gerade auf. Seht ihr. Aber ich habe keine Desktop-Audio. Das ist nicht gut. Ganz und gar nicht. Ich würde mal hier reingehen und dann gucken, was da los ist. Also ich werde die Aufnahme kurz unterbrechen. Wenn nichts daraus wird, dann sieht man sich gleich wieder. Und ansonsten eine neue Folge, ne?